Dieses Video zum Thema Lokalisierung eines Raums, auch Lokalisation bzw. Verortung genannt, gehört zu einer Videoreihe mit, keine Ahnung, 4, 5 Videos, in denen es allesamt um wichtige Klausurtipps und um Methodisches im Fach Erdkunde geht und spätestens in den Abiturprüfungen relevant ist. In NRW beispielsweise macht die Lokalisation die ersten 3 bis 4 Punkte aus. Ich möchte kurz vorweg sagen, dass das Video nicht als Dogma aufzufassen ist. Es erhebt keinen Anspruch auf absolute Gültigkeit und Vollständigkeit. Es kann und soll euch zwar eine Strukturierungshilfe geben, es muss aber nicht deckungsgleich sein mit dem, was eure Lehrkraft von euch verlangt. Prinzipiell erfolgt die Lokalisierung eines Raums vom Groben zum Feinen. Während man den Raum am Anfang im globalen Maßstab einordnet, nähert man sich diesem nach und nach an, sodass man schließlich auf regionaler Ebene geografische Besonderheiten wie Flüsse, Gebirge und so weiter nennt. Beginnend mit der globalen Maßstabsebene geht man zuerst der Frage nach, auf welchem Kontinent der Raum lokalisiert ist und, um sich bereits ein bisschen anzunähern, die Lage des Raums innerhalb des Kontinents. Nehmen wir beispielsweise Portugal als Raumbeispiel. Portugal ist ein im Südwesten Europas gelegener Küstenstaat. Somit ist sowohl der Kontinent als auch die Lage im Kontinent, das heißt die Angabe einer Himmelsrichtung, für eine erste Konkretisierung genannt. Darüber hinaus wird ein weiteres wichtiges Merkmal des Raums berücksichtigt, nämlich inwiefern dieser entweder als Küstenstaat an das Meer bzw. dem Ozean angebunden ist oder als Binnenstaat, als Staat innerhalb des Kontinents, nur von anderen Staaten umgeben ist. Anschließend wird der Raum in das Gradnetz der Erde eingeordnet. Bei der Positionsangabe eines Ortes, also der Angabe der geografischen Koordinaten, nennt man zuerst die Breite und dann die Länge. Lissabon liegt beispielsweise bei 39 Grad nördlicher Breite und bei ca. 9 Grad westlicher Länge. Ihr merkt, die geografische Breite eines Punktes entspricht also seiner nördlichen oder südlichen Entfernung vom Äquator. Die geografische Länge hingegen entspricht seiner westlichen oder östlichen Entfernung einer definierten Nord-Süd-Linie, dem sogenannten Nullmeridian, der durch den englischen Ort Greenwich verläuft. Eine andere Schreibweise kann diese hier sein. Auf eine weitere Möglichkeit, bei der Positionsangabe auch Minuten und Sekunden anzugeben, wird an dieser Stelle verzichtet. Während für einen Ort je eine Längen- und Breitengradangabe genügt, sollte bei der Einordnung eines Landes in das Gradnetz lieber ein Bereich genannt werden. So könnte dies beispielsweise für Portugal lauten. Zoomt man ein wenig weiter hinein, erkennt man angrenzende Staaten. Und diese sind im nächsten Schritt anzugeben. Dabei ist die Angabe von Himmelsrichtung immer wichtig. So grenzt Portugal beispielsweise im Norden und im Osten an Spanien. Als Küstenstaat grenzt das Land im Westen und im Süden an den Atlantischen Ozean. Wenn ihr die Information Küstenlage, Binnenlage noch nicht gegeben habt, könntet ihr dies auch jetzt gut tun. Aufpassen, als Eigenname wird der Atlantische Ozean immer groß geschrieben. Wird ein Untersuchungsraum von mehreren Ländern umgrenzt, eignet es sich zudem, diese chronologisch entlang der Himmelsrichtung anzugeben, wobei man zum Beispiel im Norden beginnt. In diesem Zusammenhang kann man auch von Anrainerstaaten sprechen. Auch die Nennung der Hauptstadt ist an dieser Stelle zu erwähnen. Natürlich ist auch hier die Lokalisation abhängig vom untersuchten Raum. Handelt es sich um eine Stadt, ist die Nennung von Nachbarländern wenig sinnvoll. Dann würde es sich zum Beispiel anbieten, das Bundesland bzw. den Distrikt anzugeben. Lissabon gehört beispielsweise zum gleichnamigen Distrikt. Oder die Lage in Bezug zu einer größeren Stadt. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man irgendeine Stadt lokalisiert, die kaum einer kennt. So könnte man beispielsweise schreiben, die Stadt Fatima liegt nordöstlich der Stadt Lissabon. Der nächste Schritt der Lokalisation zielt auf die Beantwortung der Frage, welche geografischen Besonderheiten der Raum aufweist. Beispielsweise wichtige Flüsse oder Gebirge, Reliefverhältnisse des Landes. Ob ihr weitere Untersuchungsaspekte bei der Lokalisation eines konkreten Raumbeispiels in einer Klausur berücksichtigen müsst, ist im hohen Maße von dem Inhalt eurer Klausur abhängig und kann an dieser Stelle nicht pauschal genannt werden. Grundsätzlich gilt, Aspekte, die zur Lagebestimmung des Untersuchungsraums beitragen und wichtige grundlegende Angaben für das Thema und die Aufgabe der Klausur geben, sollten in der Lokalisation Beachtung finden. Aspekte zum Klima, zum Relief und der Höhenlage sind zum Beispiel im Zusammenhang mit der Landwirtschaft von besonderem Interesse. Relief und Höhenlage zudem in der Stadtgeografie. Weitere mögliche Aspekte habe ich hier noch aufgeführt.